Leute? Ein guter Freund von mir hat mich gefragt, was ich denn alles so den ganzen Tag in den Rucksack mit mir rumschleppe. Quasi mal mein EDC zeig. Und mein EDC ist ja nicht nur das Zeug, was im Rucksack gehört. Das ist halt so das Gummel, was ich jeden Tag dabei habe. Ob man es braucht oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Den einen ist vielleicht zu viel, den anderen zu wenig. Aber ich fange auch schon dann was in den Hosentaschen ab. Da wäre zum einen mein Zippo. Dann meistens, halt fast immer eins von meinen Victorinox-Messern. Dann natürlich das Telefon. Dann noch ein paar Hundetüten. Als Hundebesitzer hat man eh immer welche dabei. Und meistens auch noch mein Essi. Das ist das Zeug, was ich so in meinen Hosentaschen dabei habe. Ja, und was befindet sich jetzt im und am Rucksack? Also am Rucksack erstmal zwei Karabiner. Einfach nur mehr oder weniger als Deko oder um halt mal was dran festzumachen. Erklärt sich ja von alleine. Hier im vorderen Fach ein einfaches Feuerzeug. Gut, hat halt auch noch gleich einen Flaschenöffner dabei. Reicht als Backup. Dann eine Altholzdose mit noch ein paar Pflastern, Brillenputztüchern. Die ist aber normalerweise nicht immer mit dabei, sondern die befindet sich in meinem Arbeits-EDC. Das werde ich dann mal noch später zeigen. Dann habe ich dabei meinen Leatherman Blast. Also 1A Leatherman. Ich finde das Ding praktisch, saugeil. Jeden Tag dabei, auch oft auf Arbeit im Einsatz. Dann noch meine Nightcore. Das ist die MT1A. Klasse Lampe. Also werde ich mal noch ein Review dazu machen. Also ich will sie nicht mehr missen. Dann Lippenpflege. Kann man immer mal gebrauchen. Dann habe ich hier noch zwei Feuchttücher. Bisschen Wasser dran und die Dinger sind schön nass, mal um abzukühlen oder sich mal sauber zu machen. Habe ich geschenkt richtig, danke nochmal. Ich mag die Teile, die sind absolut praktisch. Dann noch einen USB-Stick, ob man ihn braucht oder nicht, mag dahingestellt sein. Ich habe immer mal gern dabei, halt um auch Dokumente mit mir zu führen. Und dann noch, da ich Raucher bin, einen Taschenaschenbecher. Bei A ist der Rucksack ja auch mit im Wald dabei. B kriege ich da eine Meise, wenn ich da nun die ganzen Kippenstummel im Wald sehe, werde ich einfach blöd. Also die Leute rauchen und sind dann sich zu fein, ihre Kippenstummel wieder mitzunehmen. Das kann man ausmachen, Hosentasche gibt auch im Wald, Mülleimer. Also das Ding habe ich immer dabei, auch in der Stadt oder sonst wo. Ja, das war's vorne. Dann kommen wir mal zum vorderen Fach. Wie gesagt, also das ist so das Zeug für mich, was ich denke, was ich brauchen kann, was ich bräuchte. Mag es jedem selber überlassen, wie er seine EDC zusammenstellt, finde ich. Da gibt es kein Hop oder Top, das Beste oder das Schlechteste. Gibt es da einfach nicht. Jeder soll das immer mitnehmen, was er für sich denkt, was er braucht. Und da habe ich hier erstmal dabei ein Zweitportemonnaie, das ist das Arbeitsportemonnaie, das sind meine Zugangskarten drin und wichtige Kontaktnummern. Habe ich für mich einfach mal irgendwann zurechtgelegt. Gut, Taschentücher. Dann ein Erste-Hilfe-Paket. Das ändert sich aber, das ist jetzt so das, was ich denke, was ich für den Alltag brauche. Für den Wald habe ich ein größeres und fürs Moped-Fahren habe ich nochmal ein extra. Dann nochmal einen kleinen Terminplaner, einfach nur um sich nochmal Notizen zu machen, was man an dem Tag hat oder vielleicht auch, wie bei mir, Schichtbetrieb, die Anfangs- und Endzeiten aufzuschreiben. Dann vorne in dem Netzfach, da ich einen weiten Weg habe vom Parkplatz zu meiner Arbeitsstelle, einen Einwegponcho oder halt auch dann mal einen Regenschirm, das wechselt je nachdem.
eine leere Schuka-Cola-Büchse mit meinen Kopfhörern drin, um halt mit dem Handy noch mal ein bisschen Radio zu hören und Musik zu hören. Der MP3-Player ist jetzt gerade am Laden, der ist leer. Oh, nochmal eine Packung Streichhölzer. Dann das Eaton Tool von CRKT. Als Backup-Löffel reicht das Ding völlig aus, weil mein Joghurt an der Arbeit Löffel vergessen, reicht er. Das war auch eine kleine Sauerei, aber das langt dicke. Dann nochmal extra Batterien. Einmal für die Taschenlampe und zum zweiten auch nochmal fürs GPS. Habe ich jetzt nicht mit dabei, das nehme ich nur mit auf Wandertouren oder zum Geocachen. Dann nochmal zweites Feuerzeug, Big. Kann man immer mal gebrauchen. Hier drinnen sind kleine Glasampullen mit Brunnenputzflüssigkeit. Dann arbeitsbedingt brauche ich auch Eddings. Je nachdem, was ansteht. Handdesinfektion. Dann nochmal Kurzzeitgedächtnis. Oder beziehungsweise Langzeitgedächtnis in dem Fall, um sich einfach nur mal Notizen zu machen. Kuli, nie verkehrt. Gerade wie ich im Lager. Einer mal leer, schnell mal Rucksack, noch einen rausgenommen. Taschenschärfer von Victorinox für unterwegs oder mal für den Arbeitskollegen mal einfach schnell mal das Taschenmesser wieder ein bisschen scharf zu machen. Ausreichend. Hier ist ein kleiner Wechselschraubenzieher mit Torx-Schlitz und Kreuzschlitz. Das sind jeweils drei verschiedene Größen, also insgesamt 9 Bits hier hinten drin. Ich finde es praktisch. Gerade als Brillenträger mal schnell um eine Schraube an der Brille nachzudrehen. Ausreichend. Dann haben wir es hier weiter. Noch eine Rettungsdecke. Weiß man nie, wofür man die mal gebrauchen kann. Hier in dem kleinen Döschen habe ich mir einfach ein paar Reste Paracord reingemacht. Das sind jetzt 3x1 Meter drin. Reicht, um sich mal einen Schnürsenkel schnell zu machen oder mal schnell was am Rucksack festzubinden. Oder halt auch mal beim Moped fahren. Einfach mal hinten auf dem kleinen Gepäckträger, hält meistens nicht viel, wenn man ein bisschen was länger hat. Kurz festgebunden. Oder am Fahrrad. Dann aus lauter Gag das Yps Abenteuerhandbuch. Einfach nur mal, wenn man mal alleine eine rauchen geht, muss man nicht immer zu aufs Handy gucken, kann man da einfach nur mal was nachlesen. Dann hier drinnen sind nochmal Brillenputztücher, falls ich mal die eine Altholzdose nicht mit dabei habe. Und Sakrotantücher. Eine alte Karte mit Panzertape drum. Wie viel das jetzt sind, weiß ich nicht. Hat aber schon geholfen. Bei einem Umzug ist ein Kumpel die Hose im Schrittmech weit aufgerissen. Panzertape drauf. Konnte er weitermachen. Hier einfach nochmal kleine Zeckenzange mit Lupe. Und nochmal ein Mikrofasertuch. Dann hier habe ich einfach meinen Spinnschlüssel dran gemacht, damit ich ihn nicht vergesse. Passiert mir leider öfters. Dann habe ich hier, wird auch noch ein Review dazu geben, das Leatherman Z-Rex. Ich habe halt eigentlich mehr fürs Mobilfahren, habe ich ein Rettungswerkzeug gesucht, was nicht so klobig ist und wo ich einen Glasbrecher dabei habe und nochmal einen Gurtschnader. Ist auch so im Alltag nie verkehrt. Und Preis-Leistung finde ich okay. Aber wie gesagt, dazu gibt es ein Review. Da zeige ich es auf jeden Fall nochmal genauer. Moment, der Kaffee ist fertig. Mal schnell fertig machen. Prost. Im Hauptfach habe ich, nachdem für was ich ihn nutze, bei der Arbeit, ist klar, ist in meinem Hauptfach nicht nur hier so eine kleine 0,5er, sondern da ist eine Literflasche drin. Rotbüchse ist ja, ist klar. Ansonsten, wenn ich so unterwegs bin, nachmittags in der Stadt oder sonst irgendwo, habe ich immer Wasser dabei. Schluck trinken, immer gut, immer wichtig. Hinten im Trinkblasenfach
habe ich Portemonnaie. Hier vorne in dem großen Netzfach habe ich entweder nochmal so Kekse oder Müsli-Riegel, Schokoriegel, einfach nur mal nach der Arbeit oder mal einfach mal so schnell zwischendurch, nachmittags, wenn man unterwegs ist, mal eine Kleinigkeit zu essen. Dann noch Altholz Pfefferminz, auch immer ganz praktisch, wenn man es mal auf Arbeit und süße Kleinigkeit zu naschen. Oder auch die gute Coca-Cola, die immer empfehlenswert. Dann noch ein Zweitelefon. Einfach aus dem Grund, wenn ich im Wald unterwegs bin, habe ich das meistens dabei. Mit den alten Telefonen hat man im Wald einfach mehr Empfang. Habe ich festgestellt, so für mich. Und auch so habe ich es dann halt nochmal dabei, weil die ganzen Smartphones, wenn es mal runterfällt, kaputt oder geht mit einmal nicht mehr, habe ich wenigstens immer noch ein Ersatztelefon dabei. Und mir fällt gerade ein, noch eine kleine Powerbank mit 3200 mAh. Reicht, um mein Telefon einmal aufzuladen. Ist vollkommen okay. Gerade mal unterwegs, entweder halt dann das zweite Telefon oder um die Powerbank aufzuladen. Das war's jetzt aus den Trägern. Hinten im Trinkblasen-Laptopfach habe ich dann noch so eine A4-Mappe von Engelbert und Strauß. In der befinden sich meine wichtigen Dokumente für die Arbeit. Oder auch wenn ich so nochmal Dokumente umhertragen muss, habe ich sie lieber hier hinten drin. Gut, werden sie zwar auch geknickt, das ist bei manchen Dokumenten aber halb so schlimm. Und ja, das ist halt das Zeug, was ich so mit mir rumschleppe. Freue mich auf eure Kommentare. Vielleicht ist es dem einen zu viel, dem anderen zu wenig. Für eine Anregung, was ich jetzt vergessen habe, was man mir nahelegt, bin ich immer gerne dankbar. Freue mich auch darauf. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch, ja, be prepared. Ne? Und ich genieße meinen Kaffee. Dann macht's gut. Ciao.